Helen Lange-Hahnenberg hat zum vierten Mal eine Weltcup-Qualifikation in Neumünster gewonnen. 2012, 13 und 14 mit Damon Hill. Jetzt mit Dempsey. Und der hat sich, dürfen wir sagen, eigentlich sauwohl gefühlt in der Arena. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube, das hat er letztes Jahr schon und dieses Jahr auch. Und also ich selber bin ja auch super, super gern hier. Ich finde, Neumünster ist echt ein besonderes Turnier mit einem ganz besonderen Publikum auch. Und trotz der Größe ist es irgendwie familiär geblieben und das hat schon echt einen speziellen Charakter. Und ich wünsche mir auch nächstes Jahr wieder dabei sein zu dürfen. Und es war eine tolle Runde heute. Ich bin einfach dankbar, wie Dempsey das gemacht hat und wie er mitgemacht hat und mich auch unterstützt hat. Und ja, so geht man mit einem echt tollen Gefühl in die Pause. Die Pause bezieht sich auch auf das Weltcup-Finale. Da schaut Helen Lange-Hahnenberg zu, aber im Sommer ist sie wieder da. Und dann denke ich mir, sind wahrscheinlich auch die Weltreiterspiele in Tryon durchaus ein Thema, oder? Ja, also ich bin ja immer eher ein Mensch, der Sachen auf sich zukommen lässt. Ich habe das sicherlich nicht komplett abgehakt, aber Deutschland ist eine starke Nation und es sind verdammt starke Reiter da. Und die werden auch mit Sicherheit nicht schlafen in der Zwischenzeit. Nein, da bin ich realistisch genug, da auch mal abzuwarten, das auf mich zukommen zu lassen. Natürlich, ja, wenn es klappt, gerne. Aber es muss auch vieles andere vorher erstmal genau nach Plan laufen und klappen. Und dann müssen wir uns gut wieder melden nach der Pause und gute Prüfungen und Ergebnisse nochmal liefern. Ich glaube, jetzt die Vorergebnisse stimmen erstmal. Und nein, ich bin da entspannt, es kommt, wie es kommt. Wenn es so kommt, dann freue ich mich, aber wenn nicht, dann geht es auch weiter und dann startet dann die nächste Weltcup-Saison und dann werden wir da hoffentlich wieder mitmachen können.